Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren hier unseren Antrag, die unglückselige Gesetzgebungsperiode, die aktuelle, vorzeitig zu beenden und Neuwahlen auszusprechen. Und dieser Antrag ist nicht irgendwelchem Oppositionsgetöse zu verantworten, sondern wir halten es absolut für notwendig, die laufende Periode zu unterbrechen und zum Stillstand zu bringen. Denn diese Regierung hat nicht nur einen unglaublichen Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust in die gesamte Politik zu verantworten, sondern es ist einfach besser, wenn diese Bundesregierung nichts mehr tut und nichts mehr sagt. Nachdem die Bundesregierung uns 2 Jahre lang eine fatale Corona-Politik geliefert hat, hier alles im Namen einer diffusen Solidarität mit diesen überschießenden Maßnahmen, die Menschen psychisch und physisch geschädigt hat, die Wirtschaft blockiert hat, das Gesundheitssystem geschwächt hat und die Gesellschaft auseinanderdividiert, kam es jetzt zu einer großen außenpolitischen Herausforderung, und diese managt sie genauso entsetzlich wie die Corona-Politik. Wir hätten zu Beginn dieses Jahres, wir hätten die vergangenen Jahre schon geschafft. Die Familien hätten die ganzen Schäden, die angerichtet wurden durch die Corona-Politik, wieder hergerichtet. Die Unternehmen hätten in freier Marktwirtschaft wieder alles saniert. Das hätten wir schon geschafft. Aber wie Ministerin Edtstadler ja zynisch sagt, Corona war nur ein erster Mal so einmal zum Warmlaufen. Jetzt kommt die nächste Katastrophe. Ende Februar haben wir den Krieg zwischen Russland und Ukraine. Und vom ersten Tag an geht die Bundesregierung in die falsche Richtung, agiert faktenbefreit, sinnbefreit, naiv, undiplomatisch und vor allen Dingen moralisierend und gefühlsbetont. Das ist natürlich alles sehr solidarisch, aber es ist dann kein Platz mehr für eine sachliche, vernunftbasierte Politik. Die Bundesregierung macht diesen Krieg zu unserem, erklärt sofort die Ukraine zu unserem Nachbarstaat, dem wir bedingungslos verpflichtet sind, lädt lauthals alle Flüchtenden nach Österreich ein, egal ob ukrainische Staatsbürger oder nicht, und dies alles ohne Limit. Und auch hier wieder die große Solidarität für alle Ukrainer, für Polen, für Slowakei, Ungarn, für alle, die Ukrainer aufnehmen. Und wenn sie denn zu uns kommen, dann natürlich hier volle Solidarität, die sie jetzt genießen in Form voller Zugang zum Sozialsystem, mittlerweile 80.000. Okay, wir haben es ja. Das kleine Österreich kann offensichtlich alles stemmen. Gleichzeitig haben wir den Anstieg der illegalen Migration wie fast 2015. Und Bundeskanzler Nehammer fährt natürlich dann auch gleich am 24. Februar zum EU-Gipfel, erklärt dort wieder volle Solidarität mit den westlichen Sanktionen, die hier beginnen, sich zu schrauben. Nicht erkennend oder nicht begreifend, oder ich weiß es nicht warum, dass es zwischen EU und USA unterschiedliche Interessen gibt, dass die USA hier nicht ganz ehrlich spielt, dass die natürlich, muss man ja wissen, hier Interessen an der Schwächung Russlands hat, an der Schwächung der Wirtschaft Russlands. Und da ist es halt gut, wenn der Krieg ein bisschen länger dauert als notwendig. Sie möchte das Zusammenleben und vor allem auch die wirtschaftliche Kooperation zwischen Russland und Europa stören. Die USA hat Interesse daran, Nord Stream 2 zu verhindern. Und natürlich hat es Interesse daran, sein Gas, das Flüssiggas in Europa abzusetzen und an der Schwächung des Euros. Weil nämlich Kriege, Wirtschaftskriege, Sanktionen, das alles hat zu tun, nicht mit Solidarität, sondern mit Märkten, mit Absatzmärkten, mit Rohstoffen und mit Geld. Money makes the world go round und nicht die Solidarität. Und jetzt steht die EU da mit ihren Sanktionen. Uns schaden sie, die USA profitiert davon. Österreich schließt sich natürlich an vorderster Front dabei, treibt sie sogar an. Und Milliarden werden in die Ukraine geschickt. Wir schließen uns dann überall dabei, von Brüssel, von den USA. Ich glaube, die ukrainische Bevölkerung sieht relativ wenig davon. Was nie
nie erwähnt wurde in diesem Zusammenhang, sind die Interessen der österreichischen Bevölkerung, die aus diesem Konflikt herauszuhalten ist eigentlich, und die Nachteile sind hintanzuhalten. Das wäre die Aufgabe von der Bundesregierung. Das hat sie sich aber nicht auszusuchen, sondern das ist verfassungsrechtliche Aufgabe der Bundesregierung, der kommt sie nicht nach und daher auch dieser Antrag. Andere Länder machen das schon. Die sind zwar auch dabei bei den Sanktionen, verhalten sich aber diplomatischer. Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Frankreich, bitte beobachten Sie es auch seit der Wahlniederlage von Macron, wesentlich vorsichtiger. Die Schweiz außerhalb der EU sowieso, die haben auch alle noch ihr Gas. Am 24. Februar verkündet Bundeskanzler Nehammer in einem Interview, wir haben Versorgungssicherheit. Diesen Winter 2022/23 brauchen wir keine russischen Gaslieferungen. Wir haben genug Gas in unseren Speichern für den ganzen Winter. Das ist ja sozusagen auch die Rechtfertigung, dass man sich dann an Sanktionen beteiligen kann. Jetzt frage ich mich, diese Aussage ist in einem Interview am 24. Februar gefallen. Hat der Herr Bundeskanzler mit der Ministerin Gewessler gesprochen? Wenn er es nicht gemacht hat, war es grob fahrlässig. Wenn er mit ihr gesprochen hat, dann hat sie ihn angelogen, dann müsste sie es entlassen. Also wie kann man so eine Aussage von einer solchen Tragweite, ich meine, ist ja wichtig, ob wir Gas haben für den Winter, fällen, ohne sich hier zu versichern und sich Sanktionen anzuschließen, die uns eben das Gas nehmen, ohne zu wissen, dass wir noch über den Winter kommen. Klären Sie das vielleicht einmal und sagen Sie uns dann, wie es war, weil wir haben einen Anspruch darauf. Oder hat die Ministerin Gewessler Ihnen erklärt, mit ihren belehrenden, moralisierenden und überheblichen Aussagen, man braucht, wir sollen jetzt gefälligst die Fenster abdichten, wir sollen die Kochtöpfe da bitte den Deckel drauf tun und mit solchen lächerlichen Sparmaßnahmen sollen wir durch den Winter kommen. Sagt sie, diese Ratschläge kann sie sich behalten. Sie soll Auskunft geben jetzt, wie es jetzt weitergeht mit dem Gas. 4 Monate später, nach diesem Interview, stehen wir da. Wir haben keine Versorgungssicherheit. Die westlichen Sanktionen ruinieren uns, nicht Russland und nicht die USA, sondern die EU und vor allen Dingen Deutschland und Österreich. Putin verkauft seine Rohstoffe woanders hin. Dort entstehen ganz andere Wirtschaftsmächte. Dort rinnt das Öl, das Gas, das Geld. Und die EU wird in ihrer Solidarität untergehen, allen voran Deutschland und Österreich. Schauen Sie mal nach Deutschland. Rezession, die haben das geschafft als Exportnation, als stolzer Industriestandard, dass sie jetzt eine negative Handelsbilanz haben. Corona-Politik, Sanktionspolitik und vor allen Dingen grüne Energiewende, Ideologie mitten in der Regierung. Vielleicht überlegen Sie sich das einmal, wenn Sie immer so begeistert klatschen bei den grünen Redebeiträgen, wohin wir da steuern. Mit Wind und Sonne kann man einen Industriestandort, Sie kommen ja auch aus Oberösterreich, wir haben so viel Industrie, nicht beleben, nicht fortsetzen, sondern da wird es ist aus mit unserer Industrie und damit mit Wohlstand und Sicherheit. Und den Euro sollte man halt auch ein bisschen stabil halten. Nichts davon wird getan, es wird nicht gegengesteuert. Das heißt, es ist Krieg, wir können nichts machen. Der Bundeskanzler Nehammer sagt uns auf einmal vor einigen Tagen, er ist sich jetzt nicht so sicher, er ist schon skeptisch, wenn es um die Verteilung von Energie und Gas in der Not geht, ob wir dann das kriegen oder ob nicht vielleicht die Italiener und die Slowaken sich das Gas nehmen, die es ja auch schon bezahlt haben. Ich kann es ihm sagen, wir werden nichts kriegen. Ganz solidarisch werden wir nichts kriegen. Es ist aber eure Aufgabe, die Versorgungssicherheit. Und festzuhalten ist, dass die Energieknappheit und auch diese Inflation nicht sein müsste, obwohl sie so tun. Schauen Sie in die Schweiz. Daher, Sie sind dafür verantwortlich. Stopp mit den Sanktionen, stopp mit diesem Energiewende-Irrsinn, wären Sie vernünftig. Wenn die Ministerin Edtstadler soll uns auch nicht nur belehren und sagen, wir müssen jetzt mit Wohlstandsverlust rechnen, Corona-Pandemie war nur zu warm laufen. Sie soll aber aufhören mit der EU-Hörigkeit. Sie meint, es kommt jetzt ein Tal der Tränen. Das war diese Regierungszeit. Und sie hat auch gemeint, wir sollen der Realität ins Auge blicken. Das sollten Sie und den Weg freimachen für Neuwahlen. Susanne Fürst von den Freiheitlichen begründet, warum sich ihre Partei für vorgezogene Neuwahlen ausspricht.